Ja, meine Lieben, jetzt geht's dem Stangensellerie mal an den Kragen. Das heißt, wir machen einmal ein kleines Safterl, mal zu demonstrieren, wie das Zeug ausschaut und wie es dann auch schmeckt. Die notwendigen Informationen, die gibt's im Video eben eh noch ganz genau in diesem ersten Teil über den Stangensellerie und seine wunderbare Wirkung. Also legen wir doch einfach mal los. Ja, und da haben wir jetzt gute 150 Milliliter, das ist eh nicht so wenig. Ja, das werde ich heute noch trinken, aber normalerweise, wie gesagt, 200 bis 400 Milliliter. Anthony William empfiehlt sogar einen halben Liter. Aber sagen wir mal, zwischen 200 und 400, das ist meiner Meinung nach dann auch ausreichend. Also, meine Lieben, wohlbekommt's. Ja, hallo meine Lieben, hier ist er nun, der Staudensellerie, vorher noch frisch angerichtet, jetzt ist er schon zum Trinken bereit. Ich trinke jetzt mal gerade nicht, dann habe ich nämlich den Mund voll. Ja, meine Lieben, Geoleben TV Zuseher, der Staudensellerie nach dem Epstein-Barr-Virus-Video ist es natürlich logisch, dass auch noch das eine oder andere Video über den Staudensellerie folgen musste. Ja, Anthony Williams setzt ja ganz, ganz große Stücke drauf. Roh Vegan am Limit hat zwar gemeint, dass der Anthony William nur den Staudensellerie zur Bekämpfung des Epstein-Barr-Virus hernimmt, was aber überhaupt nicht stimmt, was ja meine beiden Videos über den Epstein-Barr-Virus ja auch gezeigt haben. Also die verlinke ich euch, wenn Interesse, einfach noch hier mal oben beide Epstein-Barr-Virus-Videos. Ja, aber gut, der Staudensellerie hat es in sich, ja, und deshalb gibt es auf jeden Fall mal ein Video darüber, wenn nicht noch auch ein zweites. Aber du kannst es dir denken, warum der Sellerie so gut wirkt, wie du ihn am besten einnimmst und wozu, erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, also als erstes kümmern wir uns mal um die Darmgesundheit. Denn wenn der Darm nicht funktioniert, die Nahrung nicht so gut aufgespalten wird und nicht genügend Vitalstoffe ins Blut gelangen, dann ist es quasi alles bis eben vieles nichts, was hier funktioniert oder eben nicht funktioniert. Da können wir Nahrung aufnehmen oder Nahrungsergänzung zu uns nehmen, wie wir wollen. Es kommt dort nicht an, wo die Vitalstoffe einfach gebraucht werden, wenn der Magen und der Darm ihre Arbeit nicht anständig machen. Die Verdauung beginnt ja bekannterweise hier im Mund und geht dann in den Magen und weiter in den Darm. Die Magensäure ist hier vor allem mal das Wichtigste, ja, um vorzuverdauen. Laut Anthony William ist das Entstehen von Ammoniakgas, welches beim Verdauen im Darm entsteht, und umso mehr gibt es davon, wenn die Nahrung im Magen nicht anständig vorverdaut wurde, eben hauptverantwortlich für viele, viele Beschwerden, wenn sich eben Ammoniak eben über das Blut im ganzen Körper verteilt. Bei einer Ammoniakdurchlässigkeit sprechen wir von keinem Leaky Gut-Syndrom. Ja? Der Darm hat hier quasi kein Löchlein, in dem alles Mögliche in die Blutbahn gelangt, sondern eben nur Ammoniak. Und das wird laut Anthony William einfach häufig mit dem Leaky Gut-Syndrom verwechselt. Und die Hauptursache ist nun ein Mangel an Salzsäure. Aber was mit dem Leaky Gut schon zusammenhängt, es wird einfach viel zu oft verwechselt. Viel zu viele Ärzte denken an ein Leaky Gut-Syndrom und eben nicht an eine Ammoniakdurchlässigkeit. Das ist das Problem bei der Sache. Die Frage ist nur, wie konnte es zu einem Mangel an Salzsäure denn überhaupt mal kommen? Das eine ist, dass Medikamente wie Antibiotika, Immunsuppressiva, Antipilzmittel und einiges mehr die Salzsäureproduktion aus dem Gleichgewicht bringen können. Ja? Zu viel Fett, zu viel Eiweiß, zu viel Milch, überhaupt Käse und Fertignahrung natürlich tun dann das Weitere, sowie kann Stress dafür sorgen, dass du zu wenig Salzsäure
bilden kannst. Ja, Stress kann hier wirklich dafür sorgen, weil eben die Nebennieren bei Stress immer Adrenalin ausschütten. Ja, und das sorgt einfach dann dafür, dass wirklich hier die Salzsäurebildung durcheinander kommt. All diese Faktoren sorgen dafür, dass zu wenig Salzsäure vorhanden ist. Einfach zu wenig Salzsäure vorhanden ist und die Enzyme einfach nicht ausreichen, um anständig zu verdauen. Ja? Aufgedunsenheit, Verstopfung, Mattigkeit, Erschöpfung, Magengrummeln, ja, sind so meistens Anzeichen von einfach zu wenig Salzsäure. Ja? Und jetzt kommt der Sellerie ins Spiel, meine Lieben. Das ist eben die gute Nachricht. Hier kommt dann eben der Sellerie ins Spiel. Ja, der Sellerie hat das Potenzial, eben die Magensäure, ergo eben die Salzsäure, wieder ausreichend anzuheben. Ja? Das funktioniert deshalb, weil der Sellerie einzigartige Natriumverbindungen eben aufweist. Also der hat eben alle Salze, die man für die Magensäure eben braucht. Und so funktioniert es. Ganz, ganz einfach. Wie gesagt, ich habe mir jetzt vorher, habe ich das Ganze eben auch noch heruntergelassen. Das sind jetzt circa 230 Milliliter reinstem Sellerie, Staudensellerie-Saft. Schaut doch super aus. Der harmoniert doch wunderbar mit der Wand da drüben hinter mir. Und jetzt trinke ich doch mal schnell ein Schlückchen. Der haut dich aus den Socken. Ja. Der Geschmack ist eigentlich okay, könnte viel, viel schlimmer sein. Also wie gesagt, so funktioniert es. Morgens auf nüchternen Magen. Ja. Es ist bei mir jetzt 8 Uhr, ich habe noch nichts gegessen. Auf nüchternen Magen, ja, circa 200, wie gesagt, 200 bis 400 Milliliter Saft auspressen. Das sind, wie gesagt, knappe 250. Am besten mit einem Slowjuicer natürlich. Und das Safterl dann relativ zügig austrinken. Warum ein Slowjuicer? Weil eben da natürlich Rohkostqualität garantiert ist. Alles andere ist natürlich blöd, weil das haut dann wieder sehr, sehr viele Vitalstoffe, die da drinnen sind, zusammen. Also das Safterl zügig austrinken. Natürlich nicht auf Ex, aber ich sage mal so die nächste Viertelstunde, die nächsten 20 Minuten. Ja, damit die Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Ja, der Saft, der sonst mit dem Sauerstoff natürlich eine Verbindung eingeht und viele, viele Vitalstoffe oxidieren und weg sind. Und das war es dann auch schon wieder, meine Lieben. Ich würde das Ganze einfach mal 30 Tage als Kur machen und dann einfach hin und wieder oder nach Geschmack oder vielleicht gewöhnt sich jemand an, dass er einfach jeden Tag diesen Saft trinken mag, egal. Aber auf jeden Fall mal als Kur 30 Tage und du wirst sehen, es werden Wunder geschehen, dein Darm wird es dir danken. Und wenn du einen gesunden Darm hast, dann weißt du, das ist dir mehr als wie die halbe Miete. Also wichtig ist, dass die Salzsäure mal aufgebaut wird. Ja, mein Lieben, das war es dann auch wieder bezüglich Staudensellerie und Magen- und Darmgesundheit, weil das ist unglaublich wichtig. In dem Sinne, gebt mir einen oder mehrere Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, abonniert den Kanal und drückt auf jeden Fall das Bimmeling, das Glöckchen, meine Lieben, ja, damit du über jedes hochgeladene Video informiert wirst. Ja. In dem Sinne, bleibt oder werdet gesund, weil ihr wisst, das ist das Wichtigste. Ja, euer Gio. Ciao, tschüss, baba, ich habe euch lieb. Servus.